Ich versuchte zu fliehen, aber bald ging mir das Geld aus. Nach nur 2 Monaten musste ich nach Hause zurückkehren. Dort kümmerte ich mich um meine Enkelkinder. Wir wohnten zu 10 in einem Haus, lebten von dem, was zurückgelassen worden war, und von der Solidarität unserer Nachbarn. Jeder, der ein Schaf oder einen Sack Reis besaß, teilte mit den anderen. In den Gärten konnten wir nichts anpflanzen. Selbst wenn es den Frauen erlaubt gewesen wäre, das Haus zu verlassen, hätte uns doch die Tatkraft gefehlt. Wir waren am Leben, aber die Angst lähmte uns. Ich habe mich nie satt gegessen, damit ich den Kindern etwas geben konnte. Aber auch für sie reichte es nie. Sie waren schwach, also ging ich mit ihnen zum Gesundheitszentrum. Dort sagten sie mir, dass die Kinder nicht krank seien, sondern hungrig.